Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii 2, The Next Level. Zweiter geht's mit Welt 8.3 und die achte Welt hat sehr fulminant angefangen. Welt 8.1 war extremo und 8.2 war so ein Rätsel und jetzt haben wir... Okay, es geht weiter feurig zur Sache. Schon habe ich nichts dagegen, ne? Es ist ja die Feuerwelt. Ich skill mich jetzt hier durch. Also die Fontänen unten, die sind ein bisschen lahm heute. Deswegen kann ich da vorbeiflitzen wie ein junger Gott. So. Okay. Oh. Gott. Ich habe das Level noch nie gespielt. Das sieht zwar so aus, als könnte ich es voll, aber ich bin einfach hier halsbrecherisch heute. Ja. Alter, hab ich mir doch schon ein bisschen Skill angeeignet, oder? Man darf nicht immer so die lame Hacks zocken, sondern man muss immer was Anspruchsvolles machen. Oh, na gut. Und dann versage ich an so einer billigen Stelle. Oh, die Flammen. Das ist so typisch. Das war schon Mario Bros. 3. Das war schon Mario Bros. 1. Genau in dem Moment, wenn man hochspringt, kommt die Flamme. Die haben da ein Talent für. Das ist unglaublich. Alles mit den Knochen trocken. Ganz, ganz fies gemacht, muss man sagen. Ui. So. Oh. Was zum Geier? Ich hab dich besiegt. Ich war auf der Trumpf, Kollege. Soll ich mal lieber Item benutzen? Da war so gut wie nichts zu erkennen. Let go. Da kommen wir sicherlich noch besser und unbeschadeter hier durch die Reihen. Und mal sehen, ob das wieder so gelingt. Dreisprung und hier los und zacka, zacka, zacka. Tschüssikowski mit Ofski. Und in die Röhre. das macht Spaß. Der Level ist nicht so schwer. Ich habe schon für eine Sekunde überlegt, ist das ein Original-Level, aber nein. Die Original-Level war nicht so designed. Verdammt! Ah ja, okay. Skill. Obwohl ich gefehlt habe, soll ich Skill, ne? Das ist so typisch. Ja, da hat mir die Blume auch nichts gebracht. Im Lavabad. Ist wohl Warmbadetag heute. Hm? So le. Oh Mann, ey. Ja, das ist wirklich einfach. Dann könnt ihr einfach durchrennen, gegebenenfalls reagieren. Das ist nicht so schlimm. Ach, Kinders, jetzt geht's aber ab, ja. Ey, voll unfair. Ich hab gar keine Freundinnen. Ey, kennt ihr die? Die Emo-Mädel? Ja, das ist doch ein ganz bekanntes YouTube-Video. Hat sie mal hochgeladen, so. Ja, ich habe keine Freundin. Wollt ihr Freundin von mir sein? Und ich suche einen Kerl. Er sollte das sein und das sein und das sein. Und hier laggt das wie Sau. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wenn nicht, werde ich es später korrigieren. Ja, aber die ist echt. Dazu sag ich mal nichts mehr, ne? Wir können ja heute ein bisschen über die allgemeinen YouTuber diskutieren, die man so kennt. Beziehungsweise so viele Standard-YouTuber gucke ich gar nicht. Ich konzentriere mich wirklich auf die Let's Player und selbst die gucke ich nicht mehr. Regelmäßig. Also ich wüsste nicht ein Projekt momentan, das ich bei irgendwem gucke. Da fehlt mir, glaube ich, einfach die Zeit dafür. Upsa. Was ich halt zum Beispiel früher vor meiner Let's Player-Zeit manchmal geguckt habe, das nie Außenseiter. Aber ja, die machen inzwischen ganz andere Videos. Das ist ja nicht mehr vergleichbar mit den ersten Videos, wo so Stimmen verzerrt da. Was zum? Wo so Stimmen verzerrt da rumgejumpt sind und das war eigentlich was anderes. Dann zwischenzeitlich fand ich die Videos richtig gut. Dann hat die Qualität stark nachgelassen. Und jetzt versuchen sie es irgendwie anders mit einer Show oder so. Was ich bei den Außenseitern halt noch ein bisschen
merkwürdig fand, sag ich mal, das ist die Sache mit Sexy Julia. Ja, der Let's Player Ado hat ja die Sexy Julia schon mal getroffen. Yay. Alle Let's Player Ado anschreiben. Und, nee, aber, ja, es ist... Ich kann nicht glauben, dass die irgendeine Ahnung von Videobearbeitung und so hat. Das machen doch tausendprozentig komplett die Koslowski Brothers. Das machen doch tausendprozentig die Außenseiter. Also, die 6. Julia, ich weiß auch nicht. Man sagt ja immer, die stellen sich dumm, aber irgendwie... Kennt ihr das, wo sie in einem... wo sie zocken ist, das heißt glaube ich Sexy Höhe beim Zocken oder so, schießt die, also FIFA 12, ja, und die schießt 30 Meter übers Tor und fragt dann allen Ernstes, habe ich ein Tor gemacht? Als ob die jetzt selbst auf dem Bildschirm geguckt hätte. Also ich weiß auch nicht. Und da kam da auch so eine Reportage bei irgendeinem Fernsehsender, ja, voll das Phänomen, Sexy Julia und. Und kein Wörtchen rausgebracht über die Außenseiter. Nur durch die ist die ja überhaupt. Sonst hätte die kein Schwein gefunden. Ja, schon, wäre auch bekannt geworden. Aber natürlich nicht so extrem hoch. Oder was meint ihr dazu? Ich finde es ja irgendwie merkwürdig, dass das die aus den Partnerboxen von den Außenseitern draußen sind. Haben sich irgendwie gezofft oder so? Ich weiß es nicht. Weiß da jemand genaueres? Yay. Oh, gut. Okay, wir sind jetzt so weit wie nie zuvor, deswegen zurück zu den wichtigen Themen des Lebens. Och Mann, wieso? Thomas ärgert mich. Was soll denn das? Ich gehe da voll auf Nummer sicher. Ich kann mich erinnern, es gab auch ein Außenseiter-Video, jetzt fällt mir das gerade so ein, wo die New Super Mario Bros. Wii gezockt haben. Ich bin gerade so auf, ich zock das ja. Das war, glaube ich, WLOG 7. WLOG 7, springenden Fliegen. Ja, aber die machen schon gute Arbeit, die Außenseiter. Manchmal ein bisschen crazy. Ich fand das zum Beispiel blöd, wo sie auf einmal totale Overkill von Herbert hatten. Weil was Herbert macht, das finde ich persönlich nicht so lustig, sondern einfach nur blöd. Das war halt die Sache. Aber gut, genug über andere geredet. Ja, ansonsten, was heutzutage so alles abgeht, von wegen mit Lev Floyd. Lev Floyd hat mich ja mal unbewusst gepusht, als er das Thema aufgegriffen hat. Also ich gucke den überhaupt nicht, ne? Ich wollte es mal gesagt haben. Von wegen Pokémon Lavandia Musik, dass das doch die Kinder in den Suizid getrieben hat. Da habe ich 2011 das Halloween Special drüber gemacht. Und aber wieder runtergenommen. Weil da hatte ich, warum ich das runtergenommen habe, das Halloween-Special, weil ich halt wirklich Schiss hatte, dass irgendjemand auf Melden klickt, wegen angsteinflößenden Inhalte oder so. Was ist da los? Wie soll ich denn da vorbeikommen, ey? Mit ordentlich Schwung. Das machen wir dann, wenn ich wieder angebraust komme. Einfach durch. Mini-Pilze sind hier, glaube ich, nicht förderlich. Ja, und da hat er drüber berichtet und dann unbewusst mein Video gepusht. Ich wundere mich, warum hat es auf einmal 500 Kommentare mehr? Und so. Und da habe ich den mir zum ersten Mal angeschaut. Ach, wen hätten wir denn sonst noch von der YouTuber-Szene, die ganz bekannten? Ja, Alblali ist natürlich auch so eine Sache. Ich sag mal so. Ich mag Alligator 1024 lieber als Ali Aybladi. Obwohl, das sind schon gute Videos. Nur, naja. Das ist schon gute Arbeit, was er da leistet. So. Der Ali. Irgendwie schon korrekter Kerl, ja. Mann, was mach ich denn hier? So, über wen könnte ich noch reden? Wer früher zum Beispiel immer voll am Start war, das war Cold Mirror. Die hat ja dann ihre TV-Sendung bekommen. Die habe ich eigentlich gerne geschaut, wobei ihr YouTube-Kanal Cold Mirror so ein bisschen... Ja, da ist keine Struktur drin, keine Ordnung. Die lädt hoch nach Freischnauze. Wenn überhaupt, die hat ja mal auch Ewigkeit Pause drin gehabt und so. Ja, aber...
Die sieht das nicht so eng. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dass man das nicht so straff sieht. Ja, ach Mann, ey. Ja, und ansonsten, wer die ganzen Formate wie Left Floyd oder iBloody, da gibt es ja jetzt noch mehr, so. Ja, die sind mal. Sowas, danach suche ich ja nicht mal, ne? Das ist die Sache. Wo habe ich mich hier schon durchskill, oder? Ein bisschen schon. Einfach feste durch. Okay, da unten bleiben, da unten bleiben. Ich krieg das hin, Leute. Ihr merkt das, ich krieg das hin. Volle Kanne, volle Möhre. Klickzoom. Klickzoom. Das ist auch eine coole Socke, obwohl, naja. Wisst ihr, wen ich mag? Screen Tim Show. Vielleicht kennen es noch einige. Ich hatte früher eine Partnerbox, weil wir auch früher miteinander geschrieben haben. Screen Tim Show. Och, Mann, ey. Weil die halt wirklich coole Musikvideos gemacht haben, also so Parodien. Die legen sich also wirklich so ins Zeug mit Cosplay und so. Das finde ich sehr beeindruckend. Das ist so ein Pärchen Ende 20, Anfang 30 glaube ich sogar schon. In den USA. Und die Videos, die sind cool. Also, da habe ich schon, als die, glaube ich, 5000 Abonnenten hatten. Mann, ey. Da war ich schon bei denen. Jetzt haben die halt wirklich Hunderttausende oder so. Die fand ich wirklich voll cool, in Ordnung. Da habe ich die auch gefragt damals von wegen der Donkey Kong Parodie, wo sie zu Donkey Kong Country Returns ein Musikvideo gemacht haben. Darf ich das benutzen? Antwort ja, und was kommt? Ein Copyright Strike. Aber nee, das war halt von der hier Firma irgendwie. Inzwischen sind die Copyright Strikes auf Let's Play Markus weg übrigens. Ich könnte da weitermachen. Ich hätte nicht umziehen brauchen. Das ist sehr bitter, das zu sagen. Ach Mann! Ich hätte einfach da bleiben können. Weil jetzt ist der Kanal wieder komplett rein. Durch das neue Kanaldesign. Sind noch die Bugs von damals weg, die Bulletins und so. Ja, Let's Play Markus, der alte Kanal funktioniert wieder hundertprozentig. Toll! Jetzt sind wir komplett umgezogen. Hinterher ist man immer schlauer. Ist die Frage, was soll ich jetzt machen? Wir bleiben jetzt hier. Ach, jetzt langweile ich mich selbst. Ja, jetzt habe ich mir unter Neo so ein LPR ein bisschen was aufgebaut. Ich fände den alten Nickname besser, das muss ich mal sagen. Aber, naja, jetzt sind wir hier. Es geht ja nicht um den Namen, sondern um das, um die Qualität der Videos. Und dass wir heute in diesem Part mal ein bisschen so frei Schnauze schwätzen, während ich hier mein Glück versuche. Findet ihr das schlecht? Oder okay? Ich meine, das soll nicht der Standard werden. Also wenn ich mal über sowas rede. Ach Mann! Dann ist es hoffentlich nicht allzu schlimm. Komm, jetzt halt spontan rausgeprickelt! Mann, ey! So, mal versuchen mit einem Mini-Pilz was zu reißen. Ah, das wird mir zu schwierig langsam, das Spiel, ey. Aber jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt ziehen wir das noch volle Möhre durch. Komm, probier's mal. Bist du besser? Das fordert mehr Zeit. Das ist schon mal Fakt. Ich glaube nicht, dass es mit dem besser ist. Das glaube ich nicht. Wenigstens bei sowas. Ist hier irgendwas versteckt vielleicht? Ich finde auf jeden Fall auf Anhieb nichts. Jetzt mal zusammenreißen und diesen Level knacken. Bitteschön. Ja, dadurch, dass wir so leicht sind, macht es halt noch schwieriger. Bei denen vor allen Dingen. Ups, das. Nee, ich finde das in diesem Level nicht als Vorteil, ne. Da unten. Ja, ich wollte gerade sagen, da unten brodelt's, aber irgendwie. Ah, okay. Ah, diese komischen Ketten, die Feuer spucken können, die konnte ich noch nie leiden. Die waren schon Super Mario Bros. 3 dabei. Aber die da. Die hasse ich. Ach, du Heiliger! Komm, verschwinde einfach. Kann man da eigentlich rein? Jemand weiß, was da ist.
Ah, komm, wir können uns ja wieder hoch mit dem Wandsprung. Ihr seid doch irre. Und wir haben es überlebt. Ist das zu glauben? Da kommen da zwei so Panzer runter. Ach, Mann! Oh Gott! Leute von heute, Freunde der Nacht, der modernen Unterhaltung. Was mache ich falsch? Nichts. Naja, nicht viel. Aber das reicht schon, um hier endlos zu failen. Damn it! Der erste Abschnitt für die Katz. So. Na, 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 na. Da landet man irgendwo. Das ist auch nicht so toll. Ah. Es war eigentlich eher Glück, dass ich jetzt eben mit Mini Mario so gut überlebt habe. Ich hasse sowas. Ich glaube nicht, dass wir mit Mini Mario bessere Chancen haben. Ich probiere es nochmal auf die normale Variante. Aber wisst ihr was? Den Level kriegen wir. Den kriegen wir. Leute, das ist. Die Nuss knacken wir. Wäre es natürlich nach 10 Millionen Jahren, wo wir da noch nicht waren, so ein Checkpoint kommt und dann bin ich natürlich Schreianfall gefährdet, das ist ganz klar. Auch Herzinfarkt und Schlaganfall, was weiß ich. Naja, nicht Spaß. Boah. Hilfe? Ja. Och, Kinders. Oh, mit drei Sprungen skill ich mich dadurch, das war so gewollt. Nein, natürlich nicht. Es war totale Zufallsproduktion. Es hat irgendwie geklappt, ey. Das sah gut aus. Boah, extremst. Skill. Na gut. Sag dieses Wort nie wieder. Das böse Wort mit S. Skill. Ich frage mich echt, wie soll ich an dem vorbeikommen? Waren wir an dem schon vorbei? Da waren wir noch nicht vorbei, ne? Ich habe ein bisschen gebremst. Wir sollten vielleicht suchen, komplett durchzurennen. Wenn das nicht klappt, dann mache ich mir Sorgen. Das muss ich schon mal sagen. Wenn ich natürlich den Pilz behalten könnte, einen Superstatus, dann habe ich größere Chancen. Dann habe ich größere Chancen, da durchzukommen. Reine Logik. Okay. Schon ganz ordentlich. Oh. Oh nein. Ach. Damn it. Na komm schon. Och nee. Oh, da geh ich runter. Bin ich mit Depp. Einfach unten bleiben. Das habe ich schon mal gesagt, gell? In diesem Part. Bei in der Stelle einfach unten bleiben. Ja, viele haben kritisiert, dass, dass es ein bisschen langweilig wird, wenn ich so viel faile und dass da keiner mehr zuguckt. Aber ich glaube, das ist einfach dieses Spiel. Das geht. Wie soll es sonst gehen? Safe States, da wäre es prädestiniert, ja. Aber wenn ich das durchpacke ohne. Sag mal, jetzt versag ich an dem. Wenn ich das durchpacke ohne Safe States, dann muss ich mir schon auf die Schulter klopfen und bin bereit für New Super Mario Bros. Wii U. Und für New Super Mario Bros. 2 die zu zocken. Weil, ja, dann habe ich mein Skill. Oh! Beide natürlich privat und Let's Play. Die Wii U-Version auf jeden Fall. 3DS. Ja, ist halt so ein Thema. Ach, 3. Aber wollen wir erstmal das durchpacken? Ich wurde ja schon gefragt, willst du weitere Hacks machen? Erstmal nicht. Es gibt Another Super Mario Bros. Wii. Das war, glaube ich, ein sehr gutes Stück Software. Ich habe jetzt nur die Schnauze voll. Aber noch macht es mir einen Heidenspaß. Das muss ich mal gesagt haben. Oh, verdammt. Oh, es sah so geil aus. Mann, ey. Na, könnt ihr das auch? Es ist schon einiges hier. Sollen jetzt einfach
Und jetzt. Nein! Man hätte noch laufen können, man hätte noch laufen können! Ich bin zu früh gesprungen. Ja! Sehr, sehr lang kann ich es auch nicht mehr mitmachen. So rein von den Nerven her. Von den Neffen und Nichten. Behalte mal deinen Maxi-Pilz. Mach doch mal. Ja, dafür sind einige Stellen einfach zu happig. Zum Beispiel das hier. Nein, das darf nicht wahr sein. Das ist eigentlich die einzige Stelle, die mir da gefährlich wird, oder? Weil alle anderen Stellen kriege ich gut hin. Oh, Checkpoint. Ihr wollt, das war doch nur Spaß mit dem Checkpoint-Witz. Da kommt hier wirklich ein Checkpoint. Ich drehe am Rad. Na, Spitze. Das war's. Aufwärmen und jetzt geht's richtig los. Aber ich merke schon, das könnte akzeptabel sein. Ah, die sanften, chilligen Lavamassen. Wer kennt sie nicht? So hieß damals sogar der Part, oder? Chillige Lavamassen. Nicht übel. Für einen Dübel. Der in der Wand verschwand, wo ihn niemand mehr fand. Oh, gut, aufpassen. Ich bin froh, dass ich hier eine Eisblume habe. Oh, Mann, ich bin froh, dass ich eine Eisblume habe, hast du gesagt. Weil die hätten wir ja bei einem Fail jetzt nicht mehr. Dann hätten wir nur einen Maxi-Pilz. Na, da kommt noch der Spaten da. Aber das kriegen wir hin, komm. Zweiter Abschnitt des Levels im First Try. Bitte. Wollen wir lieber oben? Ja. Ja! Ach, oh. Komm, das schaffst du! Ich darf mich jetzt nicht mehr ärgern lassen. Hm, komm schon. Na, ich hasse den! Der fliegt so unberechenbar! Ich hasse das! Ja, schon ein bisschen, aber... Ach, trotzdem ist der kacke. Spuck deine paar Feuerbälle und lass mich in Ruhe. Oh, nicht schon wieder. Fuck! Nicht nerven! Boah, und jetzt durch! Ist das zu glauben? Wir haben es immer noch nicht geschafft. Komm, Vollstoff! Wenn ich an den Flammen gestorben wäre, ich's auch euch. Aber wir haben es geschafft, gemeistert zu überreden. Den zweiten Abschnitt. Oh, geil. Ja, der Part ist schon so lang. Ich kann doch nicht noch den nächsten Level machen. Na, zumal ich jetzt eh wieder so ein... sowas da habe. So Schwulitäten da. Ja. War keine Absicht, sah so aus, aber ich wusste gar nicht, was da kommt. Spitzenklasse, supergeil. Ach, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Gut, versuchen wir rüber zu kommen. Mach mal direkt. Shit. Hepsa. Gut gemacht. Wollen wir den Turm... Alter, der Part ist schon so lang. Der Part ist schon... Angucken. Angucken, angucken, angucken. Entweder wir skillen uns komplett durch. Oder nicht. Was ist der Unterschied zwischen M und das andere? Also wir müssen die erst aktivieren und dann können wir sie benutzen. Ich hasse es jetzt schon. Das ist doch nicht euer Ernst. Es ist doch nicht euer Ernst. Och nee, wie kann man bloß so fies sein?
Interessiert mich nicht. Ja, die Stelle kenne ich von Sonic. Da gab es auch sowas. Ah. Oh, komm schon. Ich konnte das ahnen. Aber okay. Zack. Und jetzt aufpassen, was da kommt. Man weiß es ja nicht so genau. Alter, mit dem Propellerpilz kann ich hier volle Kanne abkürzen. Das gefällt mir. Checkpoint. Hey, da kommen mir Blöcke entgegengeflogen. Ja, diese komischen roten Blöcke sind mir jetzt nicht so gut gesinnt. Ah, ja, ich warte, bis die hier antanzen. Dann jump ich drauf und der Fisch ist rasiert. Freunde. Da klingelt seine Haustür, wollte ich mal gesagt haben. Ich gehe auch mal ran. Okay, da bin ich wieder, aber verdammt, wo bin ich stehen geblieben? Na. Ah. Gut. Wollt ihr wissen, wer da an der Tür war? Ich werde es euch verraten. Die Post. Aber sie hat mir ein Päckchen. Ich bin voll der eBay-Shopper geworden. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall. Was ich mal dringend brauchte, also kennt ihr die Älteren von euch, vom ersten Gameboy, wenn man den gekauft hat, was wird das hier? Das sieht aus wie ein Geschicklichkeitsspiel. Wo man den gekauft hat, so unsicherer Boden hier. Da waren da Gameboy-Hüllen dabei für die Spiele, die alten Gameboy-Hüllen, diese durchsichtigen Dinger, die waren cool und angesagt und. Ja, davon hatte ich im Überfluss, ne? Also ich hatte mehr Hüllen als Spiele. Nein! 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 Ich hab... Nein! Oh Gott. Na, Spitze. Oh Gott, das wird ja Katastrophe hier. Das wird nichts. Ohne den Propellerpilz wird das hier nichts. Okay, es wird dauern. Nein, du bist doch so blöd! Das ist nicht wahr. Ja, diese Gameboy-Hüllen, und davon habe ich mir jetzt noch welche gekauft, vor allen Dingen für meine Game Advance-Spiele, denn beim Game Advance waren diese Hüllen nicht mehr dabei. Sehr zum Unmut einiger, und das kann ich voll verstehen. Weil die Hüllen waren cool. Jetzt sterbe ich da, ne? Ich will diesen. Ich will... Nein, das könnt ihr nicht machen. Ich will einen Propellerpilz. Yes, nein, nein! Ich hab's schon so nicht hinbekommen, ey. Ah, vielleicht ist da. Ja, ein Pilz ist da dran. Tolle Wurst. Ein Pilz. Voll außergewöhnlich. Ein Pilz. Verdammt, wie soll ich das jemals anstellen? So, toll. Ach, Mann. Ah, oh mein Gott! Okay, keine Aufregung. Kriegen wir hin, Schätzchen. Ne, ernsthaft, da freue ich mich. Ah, ich bin auch zu blöd, um eine Wiimote zu schütteln. Ich kann mir nicht mal mehr was abschütteln, ey. So. Okay, da sieht die Sache doch schon viel freundlicher aus, für meine Begriffe. Jo. Stirb! Stirb! Wow! Das war gewollt. Ei, caramba, ey. Aber jetzt bin ich erleichtert, dass wir den Propellerpilz da bekommen können. Ja, diese Gameboy Cases, also vielleicht hat der eine oder andere so noch rumfliegen, aber die waren schon, ja, die waren, ja, dass die nicht kaputt gehen, die Spiele. Ganz einfach. Und die gab es auch für Game Boy Advance, aber da musst du dir kaufen. Liegen nicht mehr gratis dabei. Natürlich habe ich mir nicht gekauft. Kaufen wir jetzt, nachdem der Game Boy Advance natürlich total veraltet ist. Moment, Propellerpilz, hallo. Und, ja. Jetzt, wo meine Game Boy Advance Spiele 10 Jahre im Dreck lagen. Teilweise sogar länger. 2001 kam er raus. Aber das ist im Dreck lagen. Aber die verstauben immer. Ich tue sie immer abstauben. Das ist das, was ich sagen möchte.
Dieser Fuzzi! Soll nicht mal eine Beleidigung sein, der heißt so. Mann, oh Mann, ey. Jetzt wird der Part schon wieder ein bisschen zu lang, aber ich bin mit dem Propellerpilz, da kommen wir gut durch. Habe ich zumindest so vor. Ja, und dann freue ich mich nachher, werde ich dann meine ganzen Spiele eintüten. Ja, endlich mal. Das liegt noch ein bisschen so an meinem Umzug und so. Ich werde meine alten Gameboy und Gameboy Advance Spiele nicht mehr so rumliegen lassen, dass ich jederzeit nur noch krapschen muss nach dem Gameboy Advance Spiel. Ich kann sie jetzt auch mal ruhen lassen. Und ja, vor Staub schützen. Ja, wahrscheinlich irgendwie in einen Korb legen oder so. Mal sehen. Die müssen nicht mehr so frei rumliegen wie alles andere. Ich habe schon öfter Videos gezeigt, wo ich meine Sammlung gezeigt habe, aber meine ganzen Gameboy-Spiele und Game Boy Advance-Spiele, die sind ja alle ganz woanders. Aber was heißt ganz woanders? Nee, aber habe ich trotzdem nicht gezeigt. Das wisst ihr ja noch nicht mal so in der Form. Jetzt kommen wir wieder an diese affige Stelle. Wir versuchen das mal auf regulären Wege zu schaffen, irgendwie. So, sieht sehr gut aus. Nein, komm her. Nein, komm doch her! Danke. Hier oben geht jetzt ordentlich der Punk ab. Das ist doch nicht normal. Aha. Okay. Extremst. Ich hasse es. Alter Verwalter. Warum sind da Eisblöcke? Sollen wir das Ganze mit der Feuerblume schaffen? So siehst du aus. Alles klar. Wenn du mich jetzt aufhältst, beiß ich ins Grab, wollte ich sagen. Beiß mal ins Grab. Guck, ob's schmeckt. Treffer Nummer 2. Ja, du bist ja total Standard, aber trotzdem. Hab ich jetzt Angst vor dir? Alter! Bin ich ein Fehler? Oh, ich hab schon gesagt, ich pack's nicht. Nee. Ich hab gedacht, ich pack das auch nicht. Aber wir haben's gepackt. Das könnte man mal so stehen lassen, ja. Mach dich aus meinen Augen, ey. So viel dazu. Ach, warte mal. Jetzt haben wir hier Welt 8, 4, 5. 6 Luftschiff, aber das hier meine ich, das ist 7. Dann haben wir das Schloss und dann kommt die 9. Welt. In dem Schloss erwartet uns irgendetwas Böses, weil wir ja im Schloss der 7. Welt das schon hatten, das Szenario. Weiter geht's also im nächsten Part mit 8-4 und ich breche zusammen. Ich hoffe, ihr macht mit und deswegen Daumen hoch. Bis zum nächsten Part. Bis dann, Leute, und ciao!